Willkommen zum zweiten Teil der Vorlesung. In dem Teil soll es um Struktur gehen. Und wir werden uns angucken, warum ist Struktur eigentlich wichtig, warum brauchen wir Struktur beim wissenschaftlichen Schreiben und warum ist das, wo man zuerst drüber nachdenken muss und wo es aber auch viel gibt, wo man gar nicht drüber nachdenken muss, sondern weil es da einfach gute Erfahrungswerte gibt und wir Sachen übernehmen können. Viel Spaß damit. Warum brauchen wir eigentlich Struktur? Was wollen wir machen? Wir wollen ein, oder hier gibt es das quasi in zwei englischen Fragen, die lese ich erstmal vor. How to encode a set of related thoughts and ideas as a linear stream of text? Also, wir wollen einen linearen Text haben, der zumindest linear lesbar ist, ja, dass man einfach von vorn nach hinten liest. Und in dem wollen wir ganz viele komplexe Gedanken, Ideen zusammenbringen. Es reicht natürlich nicht einfach nur zu sagen, das war meine Idee und das sind meine Ergebnisse, sondern wir müssen alles motivieren, wir müssen die einzelnen Schritte irgendwie motivieren. Das heißt, es gibt ein komplexes System von Gedanken, die wir irgendwie in eine lineare Einheit bringen wollen. Das ist das Erste, das heißt, wir müssen uns irgendwie Gedanken machen, wir brauchen so eine Linearisierung von der ganzen Storyline, von dem Ganzen, was wir erzählen wollen. Und dann ist die Frage, wie können wir eigentlich Leser darin unterstützen, darin zu navigieren, in den richtigen Teilen zu lesen, zu wissen, welche Teile sie unter Umständen überspringen können, welche Teile sie vielleicht zuerst lesen sollten oder an welchen Teilen sie welche Fragen beantwortet finden. Ganz wichtig dazu ist zu verstehen, dass die Organisation von einem Paper, von einer wissenschaftlichen Arbeit, von einer Bachelor- oder Masterarbeit nicht dem Prozess entspricht. Das heißt, der wissenschaftliche Prozess dahinter, über den ich hier in dieser Vorlesungseinheit relativ wenig spreche, der hat vielleicht Fallstricke, da habe ich irgendwie Dead Ends, ich habe irgendwie Sackgassen, in die ich reinlaufe, wo ich feststelle, okay, das habe ich probiert, hat nicht funktioniert, dann habe ich das probiert, es hat nicht funktioniert, dann habe ich es nochmal so probiert, dann habe ich es nochmal mit anderen Parametern probiert und erst dann hatte ich die eigentliche Idee, das so zu machen und das hat funktioniert. Aber nur, wenn man das und das und das macht. Und diesen Prozess wollen wir gar nicht, den wollen wir gar nicht aufschreiben. Was wir aufgeschrieben sehen wollen, ist eine möglichst einfach zu verstehende Beschreibung dessen, was funktioniert hat. Ja, letztlich sozusagen das, was die Forschung voranbringt. Das heißt, das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir gehen jetzt nicht daher und sagen, ich mache eine Struktur und sage, das ist das, was ich im ersten Monat gemacht habe. Ja, so ähnlich wie so ein Tagebuch und jeden Tag schreibt man was rein, was man so Tolles gemacht hat, weil das würde keiner lesen, das ist einfach viel zu unstrukturiert. Wie kann jetzt so eine hohe Struktur aussehen? Ja, wir werden jetzt viel über Struktur sprechen, aber Top-Level sozusagen, was meine ich damit? Naja, es gibt Struktur auf einer obersten Ebene und es gibt aber Struktur auch im Kleinen, es gibt Struktur im Großen und im Kleinen. Hier mal als Beispiel, das ist das, wo viele von euch irgendwie am nächsten dran sind. Wenn ihr im Studium irgendwie eine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben müsst irgendwann, dann wird die ein Inhaltsverzeichnis haben und das wird so oder so ähnlich aussehen. Und das liegt ganz einfach daran, dass es gibt da einfach Sachen, die sind üblich, wie man gute Struktur macht und man hat eben hier Kapitel, ja, Einleitung, dann gibt es irgendwie Grundlagen, wobei das hier nicht ganz so stark nur Grundlagen sind, sondern schon ein bisschen eigener Beitrag. Dann gibt es hier eine eigene Theorie, dann gibt es hier irgendwie noch einen algorithmischen, einen konzeptionellen Beitrag. Hier gibt es einen empirischen Beitrag und davor im Kapitel 5 noch einen algorithmischen Beitrag. Das heißt, in dieser Arbeit, und das hatte ich aber schon angedeutet, ist es so, dass es sogar alle diese Arten von wissenschaftlichen Beiträgen, die ich im ersten Videoteil erläutert habe, sogar vorkommen. Das ist natürlich nicht zwingend notwendig. Es kann auch sein, dass eine ganze Arbeit nur aus einem Experiment besteht, wo man das Experimentdesign beschreibt, die eigentliche Durchführung und Auswertung macht und dann diskutiert, was man daraus jetzt für Schlüsse zieht. Das heißt, die Struktur ist so ein bisschen, ist natürlich variabel, aber es gibt gewisse Sachen, die immer so irgendwie vorkommen. Es gibt immer ein Teil Related Work, wo man über verwandte Arbeiten spricht, Conclusion, wo man sagt, was habe ich, haben wir jetzt eigentlich daraus gelernt und zukünftige Arbeiten. Was wir auch sehen, es gibt nicht nur diese Top-Level-Struktur in Abschnitte, sondern es gibt auch eine Unterstruktur in Unterabschnitte.
Was ist jetzt also die Anatomie von einer wissenschaftlichen Arbeit? Und das ist eigentlich relativ egal, ob das jetzt ein Paper ist oder eine längere wissenschaftliche Abhandlung wie eine Bachelor- oder Masterarbeit. Die folgt typischerweise einer bestimmten Struktur. Wir haben einen Titel, Autoren, wir haben ein Abstract, das ist eine Kurzzusammenfassung, wir haben eine Einleitung zu dem Thema, wir sprechen über Grundlagen, das heißt über Inhalte, die man zum Verstehen braucht. Es gibt vielleicht ein Problem Statement, vielleicht auch nicht. Das bedeutet, dass wir aufschreiben, was ist eigentlich das Problem, was wir adressieren. Und das ist bei manchen Problemen klar, dann braucht man das nicht. Und bei anderen Problemen wiederum ist es gut, das zu adressieren. Das bekannteste Problem der Informatik ist, ob P gleich NP ist. Wenn ich dafür jetzt einen Beweis aufschreibe, brauche ich kein Problem Statement. Wenn ich allerdings auf ein Problem, was bisher noch nicht bewusst ist, anderen Forschern darauf hinweisen will, dann mache ich diesen Abschnitt, um zu zeigen, das ist das Problem, was ich sehe in der Literatur, was aber vielleicht noch nicht explizit ist. Dann kommt der eigene Beitrag, der beliebig geartet sein kann, beliebig viele Abschnitte sein kann. Wir haben das eben auch schon in dem Beispiel der Masterarbeit gesehen. Es gibt vielleicht einen Implementierungsteil, typischerweise gibt es einen Evaluierungsteil, deswegen hier mal nicht in Klammern. Verwandte Arbeiten werden diskutiert. Verwandte Arbeiten. Da gibt es sozusagen so zwei Schemata, nach denen man vorgeht. Entweder man macht es nach dem Background, nach den Grundlagen oder eben dann ja, am Ende der Arbeit sozusagen als letzten Abschnitt vor der Conclusion. Der Conclusion komme ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf, aber wir können einfach sagen, wir wollen da zusammenfassen, was bedeutet die Arbeit, für wen ist sie sozusagen, was sind die wichtigsten Erkenntnisse. Acknowledgements, Appendix gehe ich gleich nochmal separat ein bisschen darauf ein. Und was wir auf jeden Fall brauchen, sind Referenzen. Wir brauchen eine Liste von der Literatur, die verwendet wurde an irgendwelchen Stellen. Und ihr kennt alle die Berichte aus den Medien. Wenn da irgendwas fehlt, dann gibt es unter Umständen auf die Finger oder der Doktortitel wird entzogen oder man verliert auch seinen Job als Minister oder Ministerpräsident. Gut. Das ist keine starre Struktur, das ist eine Struktur, wie sie sozusagen oft verwendet wird, aber die muss man anpassen. Ja, also der eigene Beitrag ist so ein Beispiel. Man muss kein Kapitel haben, was Grundlagen heißt. Das habt ihr in der Masterarbeit eben auch schon gesehen. Ja, das kann auch einfach ein Kapitel sein, was anders heißt und wo man einfach sagt, dieser Unterabschnitt, der beschreibt quasi Grundlagen und da kommt wieder eigener Beitrag. Was man auch machen kann, was wir in der letzten Zeit so ein bisschen in wissenschaftlichen Arbeiten ausprobiert haben, ist, dass man tatsächlich eher einen Abschnitt macht, Motivating Example. Man konzentriert sich darauf, schon Sachen einzuführen, aber basierend auf einem Beispiel. Und das hat den Vorteil, das Beispiel, im Idealfall ist ein neues Beispiel, was noch keiner kennt, ist dann interessant zu lesen, auch für die Leser, die eben die Grundlagen schon kennen. Problem Statement habe ich schon drüber gesprochen. Das Konzept. Da gibt es vielleicht mehrere Abschnitte. Related Work habe ich drüber gesprochen. Future Work, zukünftige Arbeiten, wird typischerweise in der Conclusion mit diskutiert, weil es meist nicht so lang ist. Wenn man dazu einen Absatz hat, dann brauche ich kein eigenes Kapitel dazu, meine Abschlussarbeit. Und jetzt ist es so, es gibt eine Reihe von Sachen, die jetzt in dieser Struktur nicht drin waren, die man in Abschlussarbeiten noch hat oder in Büchern. Das ist eben so ein Inhaltsverzeichnis, wie wir es eben schon gesehen haben. Das ist eine Liste der Abbildungen, Tabellen, Quelltextbeispiele oder vielleicht auch Liste von Abkürzungen. Wobei Abkürzungsverzeichnisse ich euch persönlich von abraten würde und das sehen wir auch im dritten Teil nochmal, warum. Gut, und dann gibt es noch Extended Abstracts, das sind Beschreibungen auf 1 bis 2 Seiten und da kann es auch sein, dass wir kaum Struktur haben. Ja? Also auch da gibt es sozusagen Ausnahmen. Gut, jetzt wollen wir das so alles im Detail nochmal ein bisschen durchgehen, relativ kurz, aber für euch so ein bisschen zusammengefasst auf der Folie, was sind die wichtigen Punkte? Wir brauchen einen Titel, der Titel muss klar sein, der muss den Zweck klar machen dieser Arbeit, vielleicht auch sogar Ergebnisse schon mit klar machen indirekt. Wir versuchen, den möglichst kurz zu halten, mit möglichst wenigen Worten das zu beschreiben. Wir versuchen, möglichst spezifische Begriffe zu verwenden und nicht allgemeine. Ja, wenn ich jetzt den Titel nehme, die Lösung für die Informatik, dann ist das natürlich zu allgemein. Und wenn ich sage, ein neuer Sortieralgorithmus, der parallelisiert ist, ist es schon besser, aber es ist vielleicht immer noch nicht detailliert genug, weil es gibt ja noch schon viele parallelisierbare Sortierverfahren.
Abkürzungen vermeiden in dem Titel, Jargon vermeiden. Und tatsächlich ist so, dass man diesen Titel oft sich nicht einfach so ausdenkt, sondern dass man sich zusammen hinsetzt, ein Brainstorming macht für eine halbe Stunde oder eine Stunde, zumindest für eine hochkarätige wissenschaftliche Arbeit. Aber das ist vielleicht auch was, wo man Brainstorming vielleicht zusammen mit dem Betreuer an der Uni macht, wo es sozusagen darum geht, was ist eigentlich jetzt ein guter Titel. Dann die Autoren. Zu Autoren brauchen wir irgendwie Namen. Die Namen sollten möglichst konsistent geschrieben sein. Ihr werdet allerdings sehen, dass es in der Literatur nicht passiert. Ja, gerade so, wenn es irgendwie so einen Mittelnamen gibt, dann wird er mal abgekürzt, mal ist er komplett ausgeschrieben, mal ist er nicht da. Wir müssen trotzdem irgendwie damit klarkommen, aber es ist natürlich gut, wenn wir das selber machen, dass wir den Namen immer konsistent verwenden. Noch schlimmer ist, in manchen Kulturen ist es üblich, dass man verschiedene Nachnamen hat, vom Vater und von der Mutter, und manchmal der vom Vater, manchmal der von der Mutter verwendet wird. Das ist natürlich fürchterlich in dem digitalen Zeitalter, wo man ja, versucht, Arbeiten auch systematisch und computergestützt zu finden, weil das natürlich schwierig ist, herauszufinden, dass es dieselbe Person ist. Umlaute sollte man und Sonderzeichen sollte man möglichst vermeiden. Also wenn ihr anfangt, irgendwas zu publizieren, vermeidet die da, schreibt die Umlaute aus, weil es schafft nur Probleme. Ich kenne das von meinem Nachnamen, ich heiße Thüm, und das Ü schafft nur Probleme. Ich hätte mich sozusagen am Anfang anders entscheiden sollen, aber jetzt ist mir die Konsistenz wichtiger und deswegen steht es sozusagen hier auch vorne. Klar, man muss sagen, wo kommt man her, in welchem Land ist man, und manchmal wird auch noch gefordert, dass man eine Adresse angibt, was relativ oldschool ist, weil relativ wenig Forscher sich inzwischen noch Briefe schreiben oder eben eine E-Mail-Adresse oder ähnliches. Hier ist ein Beispiel. Es gibt viele gute wissenschaftliche Arbeiten. Hier ist mal eine, die ist sehr erfolgreich gewesen. Warum ist diese erfolgreich? Das geht um Z3. Z3 ist ein SMT-Solver. Ich werde jetzt hier nicht groß erklären, was SMT ist, da ist gar keine Zeit für. Ihr habt vielleicht schon von dem SAT-Problem gehört, was ja auch mit diesem P gleich NP zu tun hat. Und dafür gibt es Algorithmen, die können dieses SAT 2.0, sage ich mal, die können das effizient lösen, und die sind ganz wichtig für Software-Verifikation, Hardware-Verifikation, und der Solver ist eben hier von Microsoft entwickelt, hauptsächlich. Und das ist deswegen so oft zitiert, nicht nur, weil es einigermaßen gut geschrieben ist, sondern auch, weil das eben so eine große Bedeutung hat für die Forschungswelt. Und hier sehen wir, hier ist der eigentliche Beitrag wirklich nur ein Tool. Ja, ich habe hier nur einen Beitrag drin und trotzdem ist es mehr als 7000 Mal zitiert und damit eins der meist zitierten Paper, also diese Zitierung, ja, das sind sozusagen wie viele Arbeiten, taucht das in der Literatur auf. Und das ist natürlich schon eine beeindruckende Zahl, wenn man solchen Impact erreicht. Es geht weiter, wir haben nicht nur Titel und Autoren, wir haben einen Abstract, zu Deutsch Zusammenfassung. Wir wollen in einem Absatz typischerweise, in ein paar Sätzen, in 5 bis 8 Sätzen, einfachen Sätzen zusammenfassen, worum geht's. Das kann ein bisschen länger sein für eine Doktorarbeit, da ist das auch manchmal eine Seite und nicht bloß ein Absatz. Wir wollen die Motivation klar machen, beziehungsweise die zentrale Frage, die man sich stellen sollte, ist es relevant für den Leser? Und damit er das beantworten kann für sich, muss man sagen, was ist die Motivation, was ist das allgemeine Themengebiet, was ist das allgemeine und spezifische Problem, wo ist eigentlich diese Lücke in der Literatur, die ich oder in der Forschung, die ich schließen möchte. Dann spricht man auch über die Ergebnisse, was ist eigentlich mein Lösungsansatz, was sind meine wissenschaftlichen Beiträge, was sind meine Haupteinsichten und was kann diese Arbeiten für einen Impact haben. Und wenn wir da gucken, wenn wir zu jedem dieser Punkte, die hier aufgeführt sind, einen Satz schreiben, dann sind wir schon bei 5 bis 8 Sätzen. Manchmal gibt es Restriktionen auf eine bestimmte Anzahl von Worten. Das ist dann blöd, wenn man 5 Minuten vor Ende einreicht und das Einreichungssystem das ablehnt. Keine Referenzen, keine Sonderzeichen, keine Formeln haben was im Abstract zu suchen, weil das wird an ganz vielen Stellen kommuniziert werden, in E-Mails, auf Webseiten, an ganz vielen Stellen, wo wir eben diese Formeln und Referenzen nicht haben.
Es gibt noch eine Reihe von anderen Sachen, das hier mal nur so exemplarisch noch dazu erwähnt. Man kann irgendwelche Keywords dazu angeben. Manchmal steht noch die Lizenz sozusagen mit dabei, unter der das veröffentlicht wurde. Und hier ist auch verlinkt in Rot das ACM Computing Classification System. Das sind sozusagen ist ein Klassifikationssystem, mit dem man alle Arbeiten der Informatik einsortieren kann in festgelegte Begriffe. Hier ein Beispiel für eine Arbeit, wo wir das mal sehen. Da oben Titel, Autoren, Abstract, die Zusammenfassung und das, was da so auf der linken Seite noch steht. Das sind eben diese CSS Concepts, die Keywords und darunter steht sozusagen die Lizenz, wie man diesen Text verwenden kann und danach geht es weiter mit der Einleitung. Das ist jetzt eine eigene Arbeit und wir werden gleich sehen, warum ich hier eine eigene Arbeit verwende. Das ist nicht, weil ich meine, dass ich selbst der beste Forscher bin und die besten Arbeiten schreibe. Nichtsdestotrotz ist es eine der Arbeiten, die mir am besten gelungen ist oder uns am besten gelungen ist. Das ist gar nicht meine Arbeit, sondern eigentlich die von Alexander Knüppel. Wir werden gleich sehen, warum sozusagen eigene Arbeit ich jetzt hier als laufendes Beispiel nehmen werde. Einleitung. Eine Einleitung, typischerweise so ein bis zwei Spalten. Ja, in diesem doppelspaltigen Format, was wir eben gesehen haben, sind es tatsächlich, ist es eine Seite, also zwei Spalten. Es ist tatsächlich eine erweiterte Version des Abstracts. Wir haben oft ein oder so eine Richtlinie kann sein, dass man einen Absatz schreibt pro Satz im Abstract. Ja, der Abstract gibt ja quasi irgendwie vor, was sind so die Themen, was man alles irgendwie behandeln muss. Und was man durchaus überlegen kann und was in der letzten Zeit viel mehr und mehr passiert und auch diese Templates, in denen man quasi diese wissenschaftlichen Arbeiten schreibt, geben das inzwischen her, dass man da auch Abbildungen schon mit in der Einleitung aufnimmt, die Motivation zeigen. Das Ende der Einleitung, und da gibt es verschiedene Ratgeber, die verschiedene Sachen sagen, aber ich habe das am Anfang als Rat gehört und immer befolgt und die Sachen, wo wir das befolgt haben, waren erfolgreich. Am Ende der Einleitung, das ist der wichtigste Punkt der Einleitung, der wichtigste Punkt des ganzen Papers und an der Stelle sollte man aufschreiben, was ist der wissenschaftliche Beitrag. Und hier sehen wir im Wesentlichen einen Stichpunkt zu jedem dieser wissenschaftlichen Beiträge, die wir vorhin in der Masterarbeit gesehen haben, ist nämlich eine Kurzform der Masterarbeit. Und das sind auch genau diese fünf Punkte, die ich euch vorhin beschrieben habe als mögliche wissenschaftliche Beiträge einer Arbeit. Es gibt eine Reihe von Sachen, die man vermeiden sollte. Wir wollen nicht eins zu eins Sätze vom Abstract hernehmen und in die Einleitung machen. Das ist für den Leser total unangenehm. Der liest nämlich den Abstract und dann die Einleitung und der möchte natürlich nicht einfach die gleichen Sätze nochmal lesen. Wir wollen unnütze Informationen rauslassen. Wir wollen Overclaims vermeiden. Was bedeutet das? Wir wollen nicht irgendwelche Behauptungen aufstellen, die wir tatsächlich nicht einhalten. Wir wollen nicht sagen, wir haben jetzt die Welt revolutioniert, weil wir können die Welt nicht revolutionieren, es kann nur einen kleinen Beitrag geben, der irgendwas verbessert. Und natürlich ist das ein Durchbruch, wenn man den ersten Impfstoff gegen Corona hat. Aber dann schreibt man eben, wir haben den ersten Impfstoff gegen Corona und es ist aber noch unklar, ob der nachher funktioniert und wie lang die Wirkung sozusagen ist. Das heißt, man versucht es möglichst explizit zu machen und Overclaim ist es dann, wenn ich mehr behaupte, als ich tatsächlich eigentlich kann. Dazu noch ein Hinweis zu den Folien. Das wird vermutlich später als die Hashtag-Vorlesung eingehen, weil ich hier ganz viele Hashtags benutze. Die Hashtags sind für euch, um Sachen wiederzuverwenden und um sozusagen diese Hashtags auch in Reviews selber, wenn ihr anderen Kommilitonen Reviews schreibt, die zu benutzen. Euer Betreuer benutzt die Reviews, diese Hashtags vielleicht auch. Und das hat für euch den Vorteil, ihr könnt einfach auf den Folien suchen, ihr könnt in dem Video suchen, an die Stelle springen, wo ich diese Hashtags erkläre. Novelty unclear, was ganz wichtig ist, ist, dass wir natürlich zeigen, das ist was Neues, was wir hier machen. Es ist eben der erste Impfstoff. Natürlich gibt es schon Impfstoffe, auf denen das aufbaut. Es gibt Impfstoffe für andere Krankheiten, andere Viren. Und ja, das ist sozusagen wichtig aufzuzeigen, man baut auf irgendwas auf, was ist aber trotzdem der neue Beitrag? Was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist das Blank Piece of Paper Problem. Was ist das? Man sitzt vor dem weißen Blatt und weiß nicht, wo fange ich an? Und dafür sozusagen die Empfehlung hier unten noch,
anfangen, die Contributions aufzuschreiben. Was ist der wissenschaftliche Beitrag? Und das ist ganz wichtig, dass man sich das explizit macht, dass man das auch weiß, dass man da auch selbstbewusst auftritt und sagt, das habe ich hier geleistet. Und unter Umständen, ne, man schreibt das in der ersten Fassung auf, unter Umständen muss man sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht doch noch nicht so viel revolutioniert und vielleicht ist es doch noch nicht ein Impfstoff, wenn er noch nicht angenommen ist. Man muss da sozusagen ein bisschen Feingefühl für entwickeln, aber man sollte auf jeden Fall damit anfangen. Von diesen, das ist ja quasi das Ende der Einleitung, ja, ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man damit anfangen soll, aber von diesen Beiträgen, da benutzt man jetzt Begriffe drin und diese Begriffe müssen natürlich davor eingeführt werden, kann man jetzt ableiten, was muss ich dann eigentlich davor alles machen, was sind die wichtigsten verwandten Arbeiten, die unbedingt in der Einleitung zitiert werden müssen, die nicht ganz so wichtig sind, die kann man natürlich im Related Work noch detailliert diskutieren. Und dann ist es so, nicht einfach anfangen zu schreiben, sondern erstmal Stichpunkte machen, zu sagen, was wären diese Absätze, ja, wenn ich jetzt hier sage, ich habe hier eben 5 bis 8 Absätze, was sollen diese Absätze werden? Vielleicht Referenzen sammeln, die man diesen Absätzen zitiert. Ja? Also es geht heutzutage nicht mehr, dass man eine Einleitung schreibt von Anfang bis Ende, die kein Zitat enthält. Das wird euch bei den meisten, an den meisten Stellen abgelehnt und euer Betreuer für eine Bachelor- oder Masterarbeit wird das in den meisten Fällen rügen. Aus dem einfachen Grund, Hashtag Novelty Unclear. Ja, sozusagen habe ich eigentlich vorher schon alles so erklärt. Wir wollen zeigen, was ist die Neuartigkeit, was ist hier neuartig in Bezug auf die Literatur. Dafür muss ich Literatur zitieren. Schreiben, das trifft auf die Einleitung zu, aber generell aufs wissenschaftliche Schreiben kann man nicht innerhalb von ein paar Minuten. Das braucht größere Zeitblöcke, man braucht teilweise eine halbe Stunde oder eine Stunde, bis man sich so weit reingedacht hat, bis man anfangen kann mit Schreiben. Und deswegen ist es total unproduktiv, wenn man da oft unterbrochen wird. Ja, also Flugzeugmodus an beim Rechner und beim Handy, anfangen zu schreiben. Das geht natürlich nur, wenn man nicht in einem Online-Tool schreibt. Alle Ablenkung abschalten und einen Vormittag dafür reservieren und in dem quasi nur schreiben. Gut, Abstract Einleitung ist nicht alles und ich muss ein bisschen schneller werden. Grundlagen. Grundlagen ist alles, was ich brauche als Hintergrundwissen, um die Arbeit zu verstehen. Und dabei ist natürlich ganz wichtig, der Leitspruch sollte immer sein, Know Your Audience. Wir wollen nur das einbauen, was der typische Leser nicht weiß und wir wollen die Sachen, die der typische Leser weiß, da nicht reinschreiben. Ich kann nicht in jeder wissenschaftlichen Arbeit erklären, was ein binärer Baum ist. Ich muss einfach gewisse Sachen voraussetzen und gewisse andere Sachen, die meisten Leser irgendwie vielleicht nicht kennen und aber brauchen, möchte ich da zusammenstellen und Experten, die sich gut auskennen in dem Gebiet, können diesen Abschnitt eben auch gut überspringen. Not self-contained ist das Hashtag für, es fehlt irgendwas, es ist sozusagen nicht alles drin erwähnt, was ich brauche, um die Arbeit zu lesen. Das heißt, ich müsste in andere Arbeiten reingucken. Und late contribution ist quasi so das Gegenstück. Wenn ich zu viel reinschreibe, dann kommt mein eigener Beitrag erst auf Seite 6 von 8. Und das ist natürlich auch zu spät. Das heißt, das ist schwierig da, den Trade-off zu finden und man wird mit Sicherheit bei den ersten Entwürfen entweder in Not Self-Contained oder in Late Contribution reinlaufen. Gut, Motivating Example habe ich schon drüber gesprochen und hier sehen wir auch, natürlich kann das auch grafisch sein, wir haben irgendwie ein Modell, was wir zeigen und anhand von dem Modell erklären wir was. Gut, dann kommt der eigene Beitrag und das ist natürlich der Teil, der am variabelsten ist, wo man gucken muss, wie sieht es aus und das hängt sehr davon ab, wie eigentlich die Art des wissenschaftlichen Beitrags ist, ja, wo ich im ersten Teil so ein bisschen ein paar Worte darüber verloren habe. Das sollte aber der Hauptteil sein einer Veröffentlichung. Ja? Das sollte mehr als 50% des Beitrages ausmachen, textuell, wo ich meinen eigenen Beitrag beschreibe. Und das kann jetzt eben sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem, ob ich einen theoretischen, konzeptionellen, einen tooltechnischen, empirischen oder eben einen surveyartigen Beitrag habe. Was ist die Innovation? Das muss an jeder Stelle klar werden und wann immer ich irgendwas behaupte, einen Claim habe, muss ich da Referenzen angeben oder dafür argumentieren oder Zahlen haben, die das belegen.
Und Beispiele, da muss man einfach in jedem Abschnitt überlegen, wo brauche ich Beispiele, um das verständlich zu machen, weil es fällt den Menschen oft schwer, was einfach nur vom geschriebenen Wort zu verstehen. Man braucht oft Beispiele, um sich das vorstellen zu können. Und selbst bei einer Theorie ist es halt gut, Beispiele zu haben. Hier zwei Hashtags dazu. Argumentation Missing, das ist ein ganz häufiger Anfängerfehler, dass man einfach nur schreibt, das habe ich gemacht, aber nicht warum, warum diese Methode, warum diese Parameter, warum diese Subjektsysteme, warum überhaupt dieses Thema, dass quasi Argumentation fehlt. Und der zweite Punkt, not reproducible, dass anhand von dieser Darstellung, die ich habe, die Ergebnisse nicht reproduziert werden können, weil Details fehlen, weil ich vielleicht zu oberflächlich bin oder manchen Stellen zu detailliert bin, man kann es gar nicht nachvollziehen, das wäre dann tatsächlich eher das Gegenteil davon. Wir wollen so viel an Details reinschreiben in das wissenschaftliche Dokument, dass es andere nachvollziehen und wiederholen können. Gut, Evaluierung. Als ein Teil hier noch mal ein bisschen ausführlicher. Das ist in den meisten Fällen, also Evaluierung kann man in Beweis sehen, ja, mathematischen Beweis. Das heißt, wenn ich eine Theorie habe, ist die Evaluierung von der Theorie, dass ich Beweise aufstelle. Es gibt natürlich auch Evaluierungen empirischer Natur, wo ich ein Experiment mache, wo ich mir überlege, das und das ist meine Hypothese. Ich mache das Experiment und gucke, ob die Katze, wenn sie in den Raum kommt, zuerst zum Frauchen läuft oder zuerst zum Futter. Oder eine Case Study, wo ich sozusagen mir in der Praxis, in der Forschung, in der industriellen Praxis was angucke. Ich gucke Entwicklern über die Schulter und gucke an, wie viel Zeit verbringen die mit Suche nach Quelltext. Was man dafür braucht, für diese empirischen Evaluierungen, und darauf ist jetzt der Fokus hier von dieser Folie, man braucht ein Ziel. Man braucht Forschungsfragen. Typischerweise sind die, ist es besser, skaliert das Ganze, ja, funktioniert das auch für große Systeme? Natürlich sind das hier keine Vorschläge für Forschungsfragen, sondern man muss überlegen, was heißt dann, ist es besser in meinem Anwendungsfall? Was heißt besser? Was heißt skalieren? Was für Systeme will ich eigentlich mir angucken? Heißt skalieren, dass mein Speicher ausreicht? Heißt skalieren, dass es große Systeme, heißt es, dass es komplexe Systeme sind? All das muss man dabei festhalten bei den Forschungsfragen. Und je nachdem, ob wir eine explorative Studie haben oder nicht, muss man auch Hypothesen aufstellen. Das heißt, man sagt, das ist besser als das. Man legt auch fest, was besser ist. Aber man entscheidet sich vorher vor dem Experiment und kann dann mit einem Test im Nachhinein gucken, ob das tatsächlich so ist, der Fall ist oder nicht. Was man da also hat, ist ein Experimentdesign. Man überlegt sich erst, wie dieses Experiment ablaufen soll. Dann hat man die Experimentergebnisse. Das heißt, man gibt einfach sozusagen, man verkündet einfach alles, was herausgekommen ist. In dem ist es wichtig, dass man erst die Daten repräsentiert, die Daten wiedergibt und dann die interpretiert. Und dann gibt es oft, und das wird zunehmend auch in Bachelor- und Masterarbeiten gefordert, noch die sogenannten Threats to Validity, Angriffspunkte an die Validität. Was könnte die Ergebnisse beeinflusst haben? Weswegen könnte ich hier zu falschen Schlüssen kommen? Und können die Ergebnisse, die ich jetzt bei dem Experiment mit Mäusen, mit Katzen gemacht habe, können die auf den Menschen übertragen werden oder nicht? Das wäre dann externe Validität. Gut, und dann haben wir Diskussionen und das ist je nach Ratgeber ein extra Abschnitt. Bei einer rein empirischen Arbeit ist das oft ein extra Abschnitt, wo man eben Konsequenzen daraus diskutiert und zum Beispiel auch Threat Stability damit drin diskutiert. Gut, was wir in diesen Evaluierungen oft haben, ist, wir haben viele Daten, wir müssen die Daten irgendwie aufbereiten und natürlich ist das erste naheliegendste, wir machen irgendwie eine Tabelle. Die Tabellen haben ihren Charme, weil sie viele Daten sozusagen auf relativ kleinem Raum darstellen können. Aber sie sind natürlich visuell nicht so ansprechend. Ich sehe nicht sofort quasi, was ist eigentlich das Schlimmste dieser Modelle oder Systeme, wohingegen wir das bei dem anderen Diagramm hier super erkennen können. Irgendwie ist das Schlimmste dieser Systeme hier Linux, weil das ganz viele Ausreißer gibt nach oben. Ja, zum Boxplot-Diagramm werde ich aus Zeitgründen jetzt nichts erzählen. Das wird aber in der wissenschaftlichen Arbeit erklärt, was das ist und könnt auch gern so mal recherchieren für euch. Gut, verwandte Arbeiten habe ich schon relativ viel zu gesagt und hier sozusagen nochmal hauptsächlich ein paar Punkte, was man dabei beachten muss und was man da falsch machen kann und was es für typische Fehler gibt.
Die Qualität von Forschung hängt zu einem großen Maß davon ab, ob man den State of the Art kennt. Und dieses Kapitel dient dazu, das zu zeigen und auch diese Novelty, was wir vorhin schon hatten, das quasi zu zeigen, aufzuzeigen, warum das wirklich neuwertig ist gegenüber dem Stand der Technik. Das heißt, wir stellen uns die Frage, was gibt es für verwandte Arbeiten? Aber es reicht nicht, die einfach bloß aufzulisten, sondern wir müssen natürlich auch sagen, was ist denn die Relation zwischen unserer eigenen Arbeit, zwischen dem, was wir selbst gemacht haben und dem, was die anderen Arbeiten beschrieben haben. Ja? Sind wir irgendwo besser, machen wir irgendwo was anders, sind die orthogonal zueinander, kann ich die vielleicht zusammenstöpseln in Zukunft oder ersetzt das eine das andere und was machen vielleicht, und das sozusagen auch kritisch, selbstkritisch, was machen vielleicht auch andere Arbeiten besser als ich in meiner eigenen Arbeit? Gut, damit schaffen wir quasi diesen Evidenz, dass es neu ist, dass es wirklich ein wissenschaftlicher Beitrag ist. Und da gibt es verschiedene Fehlerarten. No classification of related work werde ich gleich auf den Folien noch erklären. Missing related work, das ist sozusagen der Hauptpunkt, warum wissenschaftliche Beiträge abgelehnt werden. Wenn der Großteil der Literatur einfach fehlt und nicht nur sozusagen, ich habe hier einen Paper vergessen, das ist meist unkritisch, aber wenn ich große Teile der Literatur nicht zitiert habe, dann wird es abgelehnt. Dann hat man da keine Chance und bei einer Bachelor- oder Masterarbeit insbesondere erwartet man natürlich auch, dass die wichtigste Literatur da drin vorkommt oder nicht, sonst gibt es Abzüge. Keine Abgrenzung zum Related Work, das bedeutet quasi, wenn man nur von diesen zwei Fragen da oben nur die eine beantwortet, nur sagt, was gibt es an verwandten Arbeiten, aber diese Relation fehlt. Ja? Wenn man nicht sagt, was ist jetzt eigentlich, was ist der Unterschied, was sind die Vor- und Nachteile, was ich eben schon ein bisschen ausgeführt habe. Gut, und der letzte Punkt hier, Novelty over prior work, unclear als Hashtag, das wahrscheinlich längste Hashtag in diesem Vortrag. Es ist natürlich auch wichtig, dass wenn ich schon vorgehende Arbeiten habe, dass ich mich dazu abgrenze und sage, was ist neuwertig. Wenn ich eine Doktorarbeit schreibe und ich bin thematisch dabei geblieben, wo ich schon eine Masterarbeit zugeschrieben habe, dann muss ich mich dazu abgrenzen und muss sagen, was ist denn jetzt der neue Teil, warum ist die Doktorarbeit gerechtfertigt über der Masterarbeit? Wenn ich 100 Publikationen habe oder zwei oder drei und die sind ähnlich dazu, dann muss ich die zitieren. Das mag komisch vorkommen am Anfang, dass man sich selber zitieren muss, aber an der Stelle muss ich deutlich machen, warum erschleiche ich mir nicht eine neue Publikation, obwohl ich sozusagen schon welche habe. Und ja, es heißt nicht Related Works, es heißt immer Related Work. Hier ein Beispiel dazu, eben aus diesem Paper von Alexander Knüppel, wo ich denke, das ganz gut gelungen ist, wo man sozusagen Absätze hat mit thematischen Einheiten und es immer erst eine Beschreibung gibt, worum geht es da eigentlich und die letzten Sätze die Abgrenzung schaffen und sagen, was macht diese Arbeit jetzt anders, besser. Und ja, während das das Positivbeispiel ist, und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich hier eine eigene Arbeit gewählt habe, für diese gleiche Arbeit gibt es eine Vorversion. Diese Vorversion wurde bei einer Konferenz, beim Workshop genauer gesagt, abgelehnt. Und der Grund, warum das abgelehnt wurde, ist, es gab nicht genügend verwandte Arbeiten, die zitiert wurden und sie wurden falsch zitiert. Und da kommen wir zu dem Hashtag, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, nämlich No Classification of Related Work. Hier, und das ist der typischste Fehler, den ich sehe für verwandte Arbeiten, in Abschlussarbeiten, aber auch in Papern, die ich zur Begutachtung bekomme, ist, dass man einen Absatz pro Arbeit macht. Warum ist das so grundlegend schlecht oder falsch? Typischerweise ist es ein Indikator dafür, ja, wir sehen hier bloß eine Zitation, 16 und 17 in diesen Absätzen, und wir werden auch gleich noch sehen, dass es hier sozusagen noch zwei gibt. Tatsächlich ist einer der Punkte, wir können gar nicht genug verwandte Arbeiten diskutieren, wenn wir für jedes einen Absatz spendieren. Das geht nicht. Also es gibt immer mehr verwandte Arbeiten, keiner startet auf der grünen Wiese, es gibt immer irgendwas, was wir diskutieren müssen und es wird immer dieses Hashtag sozusagen Missing Related Work, der häufigste Grund, warum vermutlich Arbeiten abgelehnt werden. Es gibt noch einen anderen Punkt, gehe nochmal zurück zu dem anderen wegen diesem Hashtag.
Das heißt, wir schaffen es nicht genug zu diskutieren. Allerdings hilft es auch den Reviewern nicht zu verstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine wissenschaftliche Arbeit vergessen habe oder nicht kenne oder die eben bei mir nicht auftaucht. Dann ist es gut, wenn ich das klassifiziert habe und sage, diese drei Arbeiten, die fallen in diese Kategorie. Dann kann der Leser selbstständig entscheiden, fällt dieses neue Paper, was hier nicht zitiert ist, fällt es auch in diese Kategorie und hat es vielleicht eine ähnliche Abgrenzung. Und dafür ist dieses Kategoriedenken wichtig, mehrere Arbeiten zusammen herzunehmen und zu überlegen, was haben die gemeinsam, was ist quasi der rote Faden dahinter und wie grenze ich mich gemeinsam von diesen Arbeiten ab. Wir brauchen natürlich noch mehr, wir brauchen Conclusion und Future Work. Die sogenannten Take-Home-Messages werden es in dem Vortrag, was wir jetzt immer Stay-Home-Messages nennen, solange die Corona-Pandemie noch anhält und alle zu Hause sitzen. Was steckt jetzt in dieser Conclusion? Zu Deutsch ist die beste Übersetzung dafür vermutlich Fazit. Was macht man jetzt in so einem Fazit? Erstmal, ein Fazit ist keine reine Zusammenfassung. Ja, ist also nicht nochmal das, was der Abstract irgendwie macht. Wir schreiben nicht nochmal das Gleiche ans Ende vom Paper, was im Abstract schon stand, sondern wir wollen zeigen, wir haben einen Fokus darauf, was haben wir gelernt, was ergibt sich für die Zukunft daraus, was gibt es vielleicht noch für Einschränkungen und was sehen wir für Zukunftsperspektiven, denn Forschung ist eigentlich nie komplett fertig. Dazu gibt es eigentlich einen schönen XKCD, der hier reingehört. Der kommt später mal noch in die Version. Es gibt kein Paper, das sagt, und jetzt haben wir alle Probleme gelöst, es gibt keine weiteren Arbeiten, sondern es gibt immer weitere Arbeiten und immer will man das da natürlich auch mit reinschreiben. Wir müssen von vielen Details abtrahieren, wir wollen eher über die Langzeitvision sozusagen sprechen. Wir sollten versuchen, das sehr kurz und knapp zu halten und hier so ein Vorschlag, dass man eben drei Absätze schreibt, nämlich einen Absatz Zusammenfassung, einen Absatz Fazit und einen Absatz zu den zukünftigen, möglichen zukünftigen Arbeiten. Und hier nochmal so ein bisschen beschrieben auf der Folie, was da jeweils so drinstehen muss. Ich zeige das jetzt eher am Beispiel gleich nochmal. Natürlich ist es denkbar, dass wir für Future Work ja, Top-Level irgendwie doch ein Element drin haben und eine Abschlussarbeit kann man natürlich auch überlegen, ob man ein extra Kapitel dafür aufmacht. Wenn es allerdings relativ kurz ist, dann bietet sich das eigentlich eher nicht an. Und es heißt nicht Conclusions, sondern Conclusion. Ja, wenn er das richtig macht, dann zeigt er schon mal, dass er hier gute Forschung macht. Das ist nämlich meist der Eindruck, der da entsteht, wenn man solche Anfängerfehler macht. Hier sehen wir wirklich an dem Beispiel, und das könnt ihr vielleicht euch im Nachgang nochmal angucken, es gibt den einen Absatz, der fasst nochmal zusammen, was ist hier eigentlich passiert, der fasst die wissenschaftlichen Beiträge zusammen. Der zweite Absatz, der legt jetzt nahe, wie hängen diese wissenschaftlichen Beiträge zusammen und was haben wir jetzt daraus gelernt, was wissen wir jetzt, was wir vorher nicht wussten. Und der letzte Abschnitt, der zeigt, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Forschungscommunity und was muss in Zukunft einfach passieren dazu. Gut, noch zwei weitere Punkte. Danksagung, ja, hat verschiedene Aspekte, was da drin irgendwie auftaucht. Die ist erstmal nicht notwendig, aber an vielen Stellen sozusagen gegeben. Also man hat vielleicht jemanden, der hat mal irgendwie was gegengelesen, mit dem man hat mal vielleicht diskutiert, dann schreibt man das da rein. Was der häufigste Grund ist, warum man es machen muss, ist, dass man die Quelle der Geldgeber angibt. Ja, das heißt, ein Doktorand wird finanziert, entweder von der Uni, vom Land, in den meisten Fällen einfach vom Land, oder aber von Drittmittelgebern und die Drittmittelgeber, die wollen typischerweise erwähnt werden. Und manchmal ist es auch insofern wichtig, weil natürlich, wenn eine Studie über die Wirksamkeit eines Medikaments von der Pharmaindustrie in Auftrag gegeben wurde, dann ist es wichtig, das reinzuschreiben, damit man eben die Ergebnisse entsprechend kritisch reflektieren kann und sagen kann, okay, ob ich da jetzt so ein Vertrauen rein habe, wenn das die deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert hätte, dann hätte ich vielleicht mehr Vertrauen in die Gültigkeit der Daten. Gut, und Anhang völlig optional, da muss man immer entscheiden, braucht man das? Das können irgendwie weitere Tabellen, Diagramme, Formalismen, irgendwelche Details sein, die nur für manche Leser relevant sind und die man deswegen sozusagen vorn ausspart und hinten dran macht. Da gibt es inzwischen auch sozusagen in der digitalen Welt Online-Appendix und ähnliches. Gut, dann die Referenzen, hatte ich schon angedeutet, der wichtigste Teil eigentlich in der Forschung, weil wir brauchen immer eine Abgrenzung von Arbeiten.
Dazu der wichtigste Slogan, glaube ich, aus meiner Sicht ist: Writing requires reading. Man kann nicht gut schreiben, wenn man nicht viel gelesen hat, und man muss viel lesen. Der Alex Knüppel, der diese Masterarbeit geschrieben hat, die ich hier öfter erwähnt habe, der hat gesagt, er hat 5-mal mehr Zeit verwendet, um zu lesen, als zu schreiben. Er hat sich Doktorarbeiten angeguckt, um zu wissen, wie er seine Masterarbeit schreibt. Er hat sich viele Paper angeguckt und mehr Paper, als er nachher tatsächlich in diesem Literaturverzeichnis aufgetaucht sind. Gut. Wir müssen verschiedene Sachen einfach referenzieren. Ja, ich habe Behauptungen, ich habe vielleicht wörtliche Zitate, ich habe vorherige Ergebnisse, die müssen alle zitiert werden. Man sollte keine irrelevanten Zitationen drin haben, da sind wir wieder bei diesem Brasilien-Beispiel. Natürlich ist das auch in anderen Ländern schon vorgekommen, dass sozusagen sich jemand Zitationen erschleichen will und deswegen eigene Arbeiten oder Arbeiten aus einer Gruppe sozusagen zu zitieren. Das heißt, das ist natürlich ganz negativ angesehen. Man sollte primär über Sekundärliteratur sehen. Ja? Also primär ist sozusagen das, was die wissenschaftlichen Veröffentlichungen sind. Sekundär sind eben Bücher in den meisten Fällen. Journal über Konferenz, über Workshop, über technischer Bericht, über Webseiten. Webseiten eigentlich immer vermeiden, wenn es was Besseres gibt. Technischen Bericht immer vermeiden, wenn es was Besseres gibt. Und oft ist es so, dass es eben vielleicht einen technischen Bericht gab, dann wurde es auf dem Workshop vorgestellt und dann gab es nachher noch ein Journal. Dann möchte man nur das Journal, den Journalbeitrag zitieren, in den meisten Fällen. Gut, wenn ihr mit LaTeX und BibTeX arbeitet, dann sucht die BibTeX-Einträge von ACM. Das sind die besten und auch da gibt es sozusagen eine Reihenfolge. Wenn ihr das nicht aufräumt, nicht vervollständigt, nicht konsistent macht, dann wird es euch auf die Füße fallen, weil das ist meist ein guter Indikator dafür, ob man sorgfältig genug umgegangen ist und diese Einträge von Google Scholar, Mendeley, ResearchGate und wie sie nicht alle heißen kommen, die sind einfach inkonsistent, unglaublich schlecht und das sehen wir auch gleich nochmal an dem Positivbeispiel hier. Wenn etwas noch nicht erschienen ist, wir wollen es aber schon zitieren, ja, das heißt, also die Konferenz hat noch nicht stattgefunden oder das Journal hat das schon auf der Webseite, man kann sich das schon angucken, aber es ist eben noch nicht in der Zeitschrift erschienen, dann kann man eben solche Notizen noch hinzufügen. No-Cite sollte man nie benutzen, das würde quasi dafür sorgen, dass hinten in der Liste Sachen auftauchen, die vorne nie zitiert sind. Während die Arbeit an vielen Stellen Positivbeispiel ist, und da stimmt mir auch Alexander Knüppel zu, haben wir hier ein paar Stellen, wo man sozusagen noch hätte Sachen besser machen können. Nämlich die gleiche Konferenz hat ja teilweise einen leicht anderen Namen und das passiert eben, wenn man einfach von verschiedenen Quellen irgendwie diese BibTeX-Einträge sich holt. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen too much, aber das ist eben eine Frage, wie gute Forschung will man eigentlich machen, und gute Forschung braucht eben auch gute Referenzen, Vereinheitlichung da drin und braucht sozusagen auch viel Augenmerk darauf. Ich habe jetzt viel über diese High-Level-Struktur gesprochen und diese Abschnitte da drin und jetzt kann man auch über Unterstruktur sprechen. Es gibt eine Unterstruktur in LaTeX, wäre das jetzt Chapter, Section, Subsection, Subsubsection, Subsubsubsection und so weiter. Bisschen zum Paragraph und ich glaube sogar, es endet irgendwann mit diesen Sub-Subsections. Das kann man beliebig tief machen, sollte man aber nicht. Also die Tiefe, was typischerweise eine gute Tiefe ist, irgendwie 3 oder sowas, ja, wir haben das auch im Inhaltsverzeichnis vorhin gesehen. Man sollte auch versuchen, dass es innerhalb einer Ebene an Unterabschnitten eine vernünftige Anzahl gibt. Wenn ich da nur einen Unterabschnitt habe, dann ist das so wie eine Aufzählung, wo ich sage, erstens bin ich gut gelaunt und dann endet's. So, und das ist keine Aufzählung. Ja? Und diese Aufzählung machen eigentlich nur Sinn, mehrere Unterabschnitte machen nur Sinn, zum Beispiel im Inhaltsverzeichnis, wenn ich wirklich mehrere davon habe, das heißt mindestens 2. Man kann auch zu viele haben, wer Interesse hat, kann in meine Doktorarbeit gucken, da habe ich teilweise 8 oder 9 Abschnitte, das würde ich heute nie wieder so machen, weil da verliert sich auch die Struktur. Struktur sollte zur Länge passen, ich kann nicht ein Kapitel haben, was eine Seite lang ist und ein anderes Kapitel, was, oder sollte man nicht haben, und ein anderes Kapitel, was irgendwie 50 Seiten lang ist und dann wiederum einen Abschnitt, eine Section sozusagen, die eine Seite lang ist und ein anderes wieder 20 Seiten lang.
alle eigenen Beiträge, alle Kapitel, die eigene Beiträge haben sollten, mit einer Zusammenfassung enden. Das sind typischerweise auch die längsten Beiträge und da ist es wichtig, dass man am Ende von dem Konzept der Implementierung, der Evaluierung, das sind so die typischen eigenen Kapitel mit dem eigenen Beitrag, dass man in denen am Ende kurz zusammenfasst. Ich habe jetzt hier 20 Seiten geschrieben darüber und auf einer halben Seite, auf einer Seite, typischerweise eher eine halbe Seite, fasse ich euch jetzt zusammen, was da passiert ist. Das müssen wir weiter runterbrechen und da kommt auch im letzten Teil der Vorlesung noch mal ein bisschen was zu in Absätze und in Sätze. Jeder Absatz sollte mit einem Topic Sentence starten, der das quasi den vorherigen Absatz damit verknüpft. Man sollte enden mit einem Satz, der das irgendwie ein bisschen zusammenfasst. Und das allein zeigt schon, wir können nicht zu kurze oder sollten nicht zu kurze und nicht zu lange Absätze haben, aber da gehe ich im dritten Teil noch mal etwas genauer darauf ein. Das heißt, in dem Beispiel sehen wir das hier und das ist auch deswegen ein gutes Beispiel. Und das ist die eine der Masterarbeiten auf jeden Fall, die ich betreut habe, die am besten gelungen ist. Auch was die Struktur angeht, aber auch das eigentliche Schreiben, wo wir im letzten Teil der Vorlesung nochmal drauf kommen. Das heißt, da kann man sich, glaube ich, auch viel abgucken. Ihr könnt hier einfach mal die Seitenzahlen auf der rechten Seite scannen, das Video kurz pausieren. Ihr werdet sehen, es gibt da keine Riesensprünge drin. Das heißt, Abschnitte sind typischerweise alle in einem ähnlichen Größenbereich. Das war jetzt ein relativ langer Teil. Muss ich vielleicht in Zukunft noch mal ein bisschen kürzen. Was haben wir jetzt gelernt? Warum ist Struktur so wichtig? Wir brauchen unbedingt Struktur. Leser sind nicht immer an allen Teilen interessiert. Sie wollen selektiv lesen, müssen sie auch, weil es eben so viel Literatur gibt. Eine typische Struktur haben wir hier diskutiert, hat sozusagen gewisse Teile und da haben wir auch diskutiert, dass das ein bisschen atmen muss. Ja, man kann nicht dieses starre Gerüst, ja, das ist wie so ein Pattern, so ein Muster, das kann man jetzt irgendwie drauflegen, aber man muss es dann anpassen und muss gucken, wie gut passt das jetzt eigentlich im Detail. Und es braucht nicht nur diese Top-Level-Struktur, sondern auch Substruktur und richtige Absätze. Was könnt ihr jetzt machen, um das ein bisschen zu vertiefen? Ich glaube, was das beste Ratio von Zeitinvestment und was mitnehmen ist, wenn ihr euch einfach mal aus diesem Paper jetzt, was hier verlinkt ist, Abstract, Introduction und Conclusion durchliest. Das dauert vielleicht eine halbe Stunde, aber ihr habt dann verstanden, ein bisschen besser verstanden anhand von dem Beispiel. Es sind alles dreist quasi Zusammenfassungen von der gleichen wissenschaftlichen Arbeit, aber die schreiben auf einem völlig anderen Niveau und ihr könnt auch gerne mal gucken, was von dem, was ich euch so erzählt habe, jetzt da eigentlich schon gut umgesetzt ist und was vielleicht noch nicht. Also, wie hängen die zusammen? Und was die Struktur angeht, wir haben jetzt viel über Struktur gesprochen und nicht nur über einzelne Abschnitte und was man da drin schreibt, sondern natürlich auch über Struktur. Und da kann man auch mal die Struktur von dieser Konferenzpublikation mit dem von der Masterarbeit vergleichen, weil das ist sozusagen wirklich eins zu eins entstanden. Die Masterarbeit ist entstanden und all das, was in der Masterarbeit die wissenschaftlichen Beiträge waren, wurde dann nochmal in Kurzform in dieser wissenschaftlichen Arbeit zusammengefasst. Und das ist natürlich vielleicht auch für euch ganz interessant. Ihr lest hauptsächlich wissenschaftliche Beiträge von Konferenzen und Zeitschriften und ihr schreibt aber eine Bachelor- oder Masterarbeit und da ist es, oder zumindest irgendwann, und da ist es natürlich wichtig zu verstehen, wie hängen die eigentlich zusammen und was macht man jeweils anders. Gut, dann Dankeschön fürs bis hin hierhin Zuhören in dem etwas längeren Videoteil und viel Erfolg mit den praktischen Aufgaben.